Tablets im Unterricht. Ein nicht mehr allzu seltenes Bild. Wie die Tablets sinnvoll in den Unterricht integriert werden können und welcher Lernstoff sich damit besser oder einfacher vermitteln lässt, das haben wir in einem Projekt über die letzten 4 Schuljahre beobachtet. LIFT ist der Name dieses Projektes und steht für Lernen, Inspirieren und Fördern mit Tablets. Schulen machen sich auf den Weg in Richtung Digitalisierung. Mobile Geräte wie Handys und Tablets zählen eigentlich schon selbstverständlich für den Schulalltag mit dazu. Hier ist es wichtig, in einem 4-Jahres-Projekt, das Projekt geht über 4 Schuljahre, auszuprobieren, wie können denn Tablets für das Lernen und Lernen unterstützend wirken. Es gibt neue Lern- und Lernformen, die auszuprobieren sind, zu entwickeln und damit zu schauen, wo macht es denn Sinn, auch mit diesen mobilen Endgeräten für das Lernen und Lehren zu arbeiten. 8 erste Klassen von 4 Mittelschulen in Oberösterreich haben im Schuljahr 2017-2018 für alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte Tablets erhalten. Das Projekt wurde initiiert vom oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander im Rahmen der digitalen Agenda für Oberösterreich. Als ausführende Projektagentur war die Education Group Oberösterreich verantwortlich. In den 4 Schuljahren kamen die Tablets in allen Fächern zum Einsatz und die Lehrkräfte haben pädagogische Konzepte für die Verwendung der Tablets im Unterricht entwickelt. Wie es ihnen dabei ergangen ist? Also es war schon mit anfänglichen Schwierigkeiten im Kollegium und auch bei den Schülern, weil sie es natürlich nicht so gewohnt waren. Aber wir sind dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir nicht nur bei den Liftklassen bleiben, sondern dass es alle zukünftigen Jahrgänge auch Tablet-Klassen geworden sind. Also wir haben jetzt mittlerweile 13 Klassen und alle arbeiten mit dem iPad. Also wir haben das gleich früh aufgegriffen und ja, für die Schüler ist jetzt nicht mehr zum Wegdenken. Und den größten Benefit haben wir jetzt einfach während der Corona-Zeit gehabt, nachdem wir doch vorher schon angefangen haben und ja, das Distance Learning mit dem Tablet dann natürlich viel einfacher gegangen ist. Es war wenig zum Erklären, Lernplattform haben wir schnell installiert gehabt und dann ja, war das eine Win-Win-Situation für alle. Wir haben begonnen in den ersten Klassen, dass wir uns an die iPads einmal gewöhnt haben. Wir haben nur sehr leichte und leichte Übungen mit ihnen gemacht. Wir haben Apps gemacht, mit denen man eigentlich nichts falsch machen kann. Und in den nächsten 4 Jahren haben wir das weiterentwickelt. Das heißt, es ist eine Gewöhnungsphase eingetreten, bei der, wie gesagt, die Kinder eine große Selbstständigkeit erzielt haben und auch Selbstbewusstsein erlangt haben. Und in den 3. und 4. Klassen sind wir dann auch schon in den Entwicklungsstatus gegangen. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Kreativität eingesetzt und die Kinder konnten alles, was sie in diesen 4 Jahren gelernt haben, anwenden. Als Unterstützung gab es für die teilnehmenden Schulen eine permanente Begleitung durch 4 Experten der beiden pädagogischen Hochschulen in Oberösterreich. Denn es genügt nicht, Schülerinnen und Schülern einfach ein Tablet in die Hand zu geben. Es braucht dazu einen standortbezogenen Schulentwicklungsprozess. Für mich hat dieses LIFT-Projekt genau zu einem Zeitpunkt begonnen, wo mehr und mehr Menschen in der Bildung erkannt haben, dass diese Devices, diese Tablets neue Möglichkeiten in der Unterrichtsgestaltung, in der Unterrichtsführung einbringen. Und dieses LIFT-Projekt vom Land Oberösterreich war meiner Ansicht nach genau zum richtigen Zeitpunkt und hat eben versucht, die Möglichkeiten hier dieser neuen Herangehensweise, Unterricht zu gestalten, hier gemacht. Nach 4 Jahren Projektlaufzeit ist klar ersichtlich, dass das Land Oberösterreich mit diesem Projekt einen wesentlichen Schritt in Richtung Digitalisierung im Unterricht gesetzt hat. Dies zeigen auch die ersten Ergebnisse der Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung, die Fachhochschule Hagenberg übernommen hat. Über den Zeitraum von 4 Schuljahren haben die Schüler und Schülerinnen intensiv mit den Tablets gearbeitet und haben ihre Arbeiten und Ergebnisse voller Freude auch in kleinen Videos präsentiert. Das Tablet hat sich in vielen Schulfächern als ein geeigneter Unterrichtsbegleiter bewiesen. Die Rückmeldungen von allen Beteiligten sind durchwegs positiv, denn der Einsatz der Tablets in den verschiedensten Unterrichtsfächern fördert nicht nur die Kreativität jedes Einzelnen, sondern kann auch sehr bereichernd sein
und stärkt die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler. Also am Anfang habe ich es irgendwie noch gar nicht gecheckt, so wie das alles funktioniert. Aber dann mittlerweile habe ich es irgendwie verstanden und ich habe gelernt, irgendwie also am Tablet selbstständiger zu lernen. Und ja. Am besten hat mir gefallen, dass wir alle zusammengearbeitet haben in einer Gruppe und auch, dass wir zu Hause damit arbeiten konnten und auch im Distance Learning. Außerdem ermöglicht die Arbeit mit den mobilen Geräten eine gewisse Eigenständigkeit beim Lernen und sorgt für einen nachhaltigen Lernerfolg. Im Gegensatz zu den anderen Klassen kennen wir uns jetzt einfach im digitalen Bereich besser aus und haben mit dem iPad viel Erfahrungen darin sammeln können. Also die iPads machen den Unterricht definitiv interessanter und abwechslungsreicher, weil wir nehmen es wirklich in jedem Hauptfach Mathe, Englisch, Deutsch und in alle Nebenfächer wie Geschichte, BU, Geografie, Zeichnen, wirklich in fast jedem Fach, also ziemlich in jedem Fach eigentlich. Nach den 4 Jahren sind wir schon sehr gewohnt, mit den iPads zu arbeiten. Viele von uns können sich den Schulalltag gar nicht mehr ohne vorstellen. Den teilnehmenden Schulen war es auch möglich, sich untereinander auszutauschen und Erfahrungswerte weiterzugeben. Die Lehrkräfte konnten zudem in maßgeschneiderten Fortbildungsveranstaltungen weitere Kompetenzen im Umgang mit digitalen Devices erwerben und erhielten zusätzliche Tipps und Anregungen. Voneinander lernen, gegenseitiger Austausch und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren und zu adaptieren, sind wesentliche Aspekte, die zum Gelingen des Projekts beitragen. Die Ergebnisse und Erfahrungen dieses bislang einzigartigen Langzeitprojekts stehen unter der Website lift.edugroup.at zur Verfügung.